Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Shire unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre, aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Was hältst du von den anderen? Von Leif und Birna? Leif ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Wir sind ein Fluch, der sich auf sie alle legt. Jedes Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie halfen, Soma Grantham rückzustehen. Dass sie Wiegmunds Stiefel geleckt haben. Ja!
Gemeinsam schaffen wir das! Du wärst Blut! Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Wir sehen uns zu Hause, Drängar.
Dieser Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas Heer gestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrun nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Nicht!
Wigmunds Priester ist in der Kirche. Wir schaffen das! Wacht! Hilfe! Hilfe! Wigmund hätte euren Vater bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Wir sollten gehen. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Den Seiten! Schnell! Ja. Oh, dem soll ich hoch. Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Hilfe! 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 Hilfe!
Du siehst mir wie ein Schluckspecht aus. Trink schneller als ich und du kriegst das Silber. Lass etwas Silber springen, dann macht's mehr Spaß. Das nenne ich Einsatz. Wir trinken. Schwankst du etwa schon? Was tropft auf seine Stiefel? Vorsprung! Ich trinke Auerochsen unter den Tisch. Komm her! Ihr lauer Troll verfluchtes Verderben. Haare wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein bisschen Leben steckt? Nein, das sind die Leichendämpfe. Nach dem Tod nimmt der Geruch stetig zu und muss irgendwie entweichen.